Na du Schaf. Los Creeper, fang den Olli. Hier sind wir, alles klar. Ist dein Waypoint tatsächlich weg, oder was? Hast nee, der wird, teilweise ist er nicht so gut zu erkennen. Wenn ach so, ja, mit dem Shader und so. Und, hier, ne? Und deine Augen sind natürlich auch nicht mehr die besten jetzt, ne? Nee, bei weitem nicht. Und bei Weitsicht nicht. Da, ja. So, jetzt bauen wir die Kuppel da auf, Freundchen. So. Mit meinem Holz? Nein, also ich meine den Server, der soll mir da die Kuppel zeigen. Der hat nur. Oh, hier sind auch ordentlich Creeper. Also, da müssen wir echt mal ein paar Creeper entfernen hier. Ich kümmere mich drum. Ich vertraue dir. Ja, Test bestanden. Wieso? Das warst du doch. Nein, er ist explodiert, weil du in seiner Nähe warst plötzlich. Das ist doch Quatsch, ich war noch meilenweit entfernt. Ja, ist klar. Da ist schon wieder einer hochgegangen. Ja, das war diesmal nicht. Wow. Achtung. Nein. Ja, okay. Das ist nicht so dramatisch. Ach, die spawnen auch da oben drauf vor allem, ne? Und kommen dir dann hier aufs Gesicht gesprungen. Mit dem nackten Arsch. Ich muss erstmal dieser Regen aufhören. Das ist ja unglaublich nervig. Ja, ne? Also Regen ist echt die Pest. Ja, wobei ich meine, es passt sich ja ein bisschen so an unsere Wetterverhältnisse an, ne? Das ja, das stimmt. Das war es mal irgendwie eine Woche wieder schön. Wobei eigentlich viel zu schön fast. Von 15 auf 37 Grad ist ja irgendwie auch nicht so das Optimale. Ja, genau. Und dann wieder zack. Runter auf die 14 Grad. Genau. So, also du müsstest jetzt mal Plots anwerfen. Und die einen Kreis anzeigen lassen mit dem Durchmesser. Moment, ich rechne mal kurz. 60, 62, 64, 68. 60, 62, 64, 68, genau. Okay. Kriegst du das hin? Mal gucken. Also erstmal Platz hier. Take me to 64, 68. Was haben? Eine Ellipse. Ja, genau. Eine Ellipse mit zwei gleich großen Halbachsen. Wie groß? 68. 68 mal 68. Korrekt. So, mach da nicht. Ja, mach da nicht. Ach so. Ich muss ja Enter drücken. Sag mal, Schaf, geht's dir eigentlich gut? Willst du mich besteigen oder was? Aha. Mhm. Ah ja. Aha. 401. Ja. Mhm. So, und jetzt nehme ich mir, jetzt mache ich mir mal hier so Dschungelwut her. Und dann. Also, das soll nur einen. Dann, das hat jetzt bei mir an den Ecken oder an den Kanten quasi jeweils eine Länge von 6, ja? Ist das genau. Richtig? Okay. Also, beziehungsweise 12. Die eine Hälfte jeweils, ne? Ja. Und damit fange ich wo an? Auf der anderen Seite. Also mir gegenüber. Okay. Du gehst am besten. Also ich gehe in Ostrichtung. Nee, ich gehe in Westrichtung und du in Ostrichtung am besten. Mal gucken. Dann solltest du irgendwann genau auf meine. Jetzt muss ich. Hier ist doch wieder mal dieses Haus hier vorne. Ja, okay, hier dann solltest du vielleicht. Dann fang nicht genau auf der. Dann muss gegenüber ich an, sondern seitlich. Dann ist es einfacher. Ja, wahrscheinlich, ne? In welche Richtung gehst du? Ich hab schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Ist scheißegal. Ist wirklich scheißegal. Mach einfach. Diese Säule hier ist genau die Mitte, ja? Denke ich jetzt mal. Ja,
Genau. Und das heißt, ich gehe von der aus. Wenn es aus Zweien besteht, ne? Aus einem. Ja, dann musst du gucken, an welcher Seite. Die Mitte ist ja schlecht gewählt bei 12, bei Breite 12. Ist vollkommen richtig. So, ich muss auch durch dein Gesabbel immer wieder von vorne anfangen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ich sehe, ich kann hier nichts zählen mit dem Regen. Alter Lachs, ist das jetzt nicht. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, hä, was, ich sehe das gar nicht. 1, 2. Das ist ziemlich richtig spannend. Jetzt hört man es von uns beiden nur noch. 1, 2, 3. 6. Das heißt, da wäre das. 5, 6, 7. Wenn ich das mache. Aber 1, 2, 3. Ah, hier ist ein bisschen zu viel Zeug, stelle ich gerade fest. Ein bisschen zu viel Zeug? Ja, ein bisschen zu viel Erde. Hier muss ich einfach ein bisschen was abtragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt bin ich verwirrt. Ich krieg sie jetzt nämlich mal ein bisschen, glaube ich. Man beziehe jetzt den Boden mit ein. Indem man sowas nämlich teilweise ein bisschen einfacher sieht. Schon mal so. Das ist nämlich der Zweier. Achso, das war gerade. Da muss ich mal kurz nachprüfen, ob das so stimmt. Ach, warum machen wir den nicht einfach auf dem Boden? Das ist doch viel einfacher. Soll das bis nach unten gehen, oder ja, was? Ja, bis nach unten gehen. Das ist der Vierfachkreis. Im Sinne von Höhe 4. Ja, genau. Okay. Einfach ausfüllen, das ist auch wirklich einfacher. Und der soll sein, ein hinter dem, der jetzt hier ist, ja, sehe ich das richtig? 1, 2, 3, genau. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 1, 2. War nämlich schon falsch, was ich da gemacht habe. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, nee. Hab ich 1, 2. Ach, was wollt ihr denn jetzt hier? 1, 1, 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind das wirklich 7 mal 1? 3, 4, 5, 6, 7 mal 1, Tatsache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 1. Aber ist nicht der Ring hier schon der davor genau gleich groß? 1, 2, wie genau gleich groß? Also wenn ich das jetzt zähle, dann ist das genau der gleiche Ring hier, oder? Bin ich doof? Nee, das ist nicht der gleiche Ring. So. Okay, der ist aber auch, der hat hier an den Randlatter auch schon 12. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Das danach ist auch schon 3. Nee, ist auch schon 4, oder? 1, 2. Ja, aber dann hat er nur 2, während dann der hier 3 hat. Dann sind es nur 2, ja genau, okay. So. Das heißt, okay, und jetzt... Nur um sicher zu gehen nochmal, ich baue den jetzt einen weiter nach außen sozusagen, als das ist, was jetzt schon da ist. Das ist nicht unbedingt immer richtig. Halte dich einfach an Plotz. Plotz sagt mir nicht, wo ich anfangen soll. Was ich meine ist, der Ring geht, ist größer als der Ring, ist einen größer als der Ring, der jetzt schon da ist. Pass auf, du fängst genau hier an. So, jetzt zählen wir mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 12 hier. Ja, okay, das meinte ich doch nur. Da fängst du an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das ist der 6er. Ja. Okay?
Du hättest einfach Ja sagen können. Ja, ich hab das ehrlich gesagt nicht genau verstanden, wonach du dich jetzt richten möchtest. Einen weiter außen als der bisherige Ring. Ja, das aber damit... Aber, ja, aber dich einfach an dem vorherigen Ring zu orientieren, geht manchmal nicht auf. Deswegen ist es mir lieber, du orientierst dich an Plots, denn manchmal ist es okay, so... Okay, das meint... Ja, ja, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Aber der Anfang selber muss ja trotzdem hier sein, ne? Ja, genau. Und hier kann ich ja auch erstmal einfach dann so fröhlich losbauen. Diese dumme Treppe hier mache ich mal weg. Erstmal. So, pass auf, ich mach das jetzt mal eben fertig dann, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Olli, es ist dunkel. 4, 5, 6. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist korrekt. Das ist zum Kotzen. Aber ich glaube, da hinten geht die Sonne auf. Oder? Ist gerade eben erst dunkel geworden. Shit. Ah, hast recht. Das sah so aus, als wenn es dämmert. Da wird der Regen aufgehört. Da, ja, das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was in manchen Fällen ähnlich ist wie der Sonnenaufgang. 1, 2, 3, 4. Ach, und jetzt kommen hier Skelette. Ich komme hier nicht zum Anfang. 1, 2, 3. So, wahrscheinlich 1, fällt mir 2. gleich auch noch zu einem Überfluss ein Creeper auf den Kopf. Ich sehe es schon kommen. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, ne? 2, 2, 1. Oh, das ist doch pervers. 2, 2, 1, 2. 2, 2. 1, 2, 2. Ah ja, jetzt geht's auf. Ich verstehe das Problem mit der Erde hier übrigens. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist jetzt aber nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sind es aber 7. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Da ist doch was im Busch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab ich auch hier irgendeinen Fehler gemacht, oder? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Du, 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 1, 2. 1, 2. 1, 1, 2. Also, irgendwie stimmt, irgendwas stimmt hier nicht so richtig, du. An diesem... Vor allem das hier ist doch merkwürdig. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Irgendwas, das passt nicht, Matthias. Es ist irgendwie, entweder ich habe dir eine falsche Zahl gegeben. Ich weiß es nicht. Warte mal. 3, 1, 2, 1, 2. Entweder der vorige Ring ist falsch. Ach, scheiße. Ja, es sind in der Tat 66, nicht 68. Aha, mhm. Ja, genau. Dann holen wir mal eine Axt. ja. Ja, ja, komm. Bau dir einfach ein Crafting Table und ich habe Eisen mit dabei. Ah, okay. Ich baue ein Crafting Table, habe ich. So. Ich werde ihn hier platzieren. Stickies und hier Eisen. Ja, das ist klar, dass die Zeit extra bezahlt wird, ne? Natürlich. Natürlich. Kein Thema.
So, 4, 2. So. Brauchst du keine Axt, oder was? 2, 3. Ne, ich hab noch eine. Ach so. Die ist noch nicht kaputt. So, das sind also dann 6, 4, 2, 3. Moment. 6, 4, 2, 3. Aber 2, 3 passt auch nicht ganz. Also jetzt wird's mir aber zu bunt hier. Ach so, doch, genau. Da musst du aber einfach nur einen dazwischen setzen. So ist das halt normal. Was? Ach, vergiss es. So. 1, 2, 3. 1. Du musst hier einfach das wieder wegholzen, sonst... 6, 7, 8. Sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. 12, 13, 6, 4, 2, 3. 1, 1, und dann 2. Eins, zwei. So ein sehr merkwürdiger Ring, ne? Also 6, 4, 2, 6, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Dann 1, 2, 3, 4 mal die 1. 2, 1. 2, 1. 6, 4. Scheiße, jetzt habe ich mich auch verzählt. Oh, da ist die Musik vor Schreck auch rausgegangen. 6, 4, 2, 3. Bist du jetzt mit 66 aber sicher, ja? Moment, 1, 2, 1, 2. Geht auf jeden Fall genau auf. Was? Ich hab's schon ein Viertelkreis fertig und es geht genau auf. Okay. Insofern ist das. Gut, gut, gut. Dann fühle ich den auch gleich mal. You only live once. Was? Ach, vergiss es. Leute sagen, also dieses YOLO. YOLO, sagen YOLO. Ja. Sagen Leute in den völlig kuriosen Situationen. Ja. Also den ist eigentlich, also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie ein toller Spruch oder so, ne? Wirklich kein, wirklich nicht. Aber trotzdem bringen sie ihn auch noch an Momenten, wo er überhaupt nicht passt, finde ich. Teilweise. Das ist auch irgendwie, ist das völlig in sich verkehrt, dieses Motto. Inwiefern? Warte mal kurz. 3, 1, 2. 1, 2. Ja, ich weiß nicht, You Only Live Once zu benutzen als Motto dafür, irgendwie alles zu machen, ist... Ja, weiß ich nicht. Es ist genauso sinnvoll, wie zu sagen, You Only Live Once, um als Begründung dafür, um alles ganz vorsichtig zu machen oder ganz viele Sachen gar nicht zu machen. Finde ich, ne?